YouTube, hallo Internet und willkommen zur Freiz Unterhaltungsshow Sims 4. Irgendwie hier gerade ein paar Nachbarn kennen, ob die nett sind. Wer weiß, die Rothaarige war ganz nett, aber vielleicht ein bisschen spießig, aber egal. Wir gucken mal. Bro-Pando? Finapsa. Samso. Die Welle ist gleich mal ein paar Bekannte. Aha. Ist das hier ein Park oder ist das das Gebiet zum Haus, ne? Dag-Dag. Im Falliness? Sminchy? Jaspris Befloosh? Essenoy? Flareeb? Mesplima? Flazzle Vilpa? Ja, die können wir nochmal einladen, vielleicht nach Hause. Torka? Tribs? Gorsoi? Runa? Ishina? Ospa? Ah. Akravisu? Oh, Madei. Oh, yes. Shinabe. Oh, Shursha. Soy. Mal ein bisschen kennenlernen. Ja, und die wollten heute auch noch ein Bild malen unbedingt oder noch ein Bild verkaufen. Wohin geht der? Wohin gehst du? Gaba. Ja, geht's dann mal nach Hause? Kaum sage ich Bild, denkt er, hey, ein bisschen Lust. Ja, okay. Wir können die auch anrufen und nach Hause einladen. Aber mal folgen hier. Ja, so doch eine ganz nette Nachbarschaft eigentlich. Und im Joggen ist er ja echt schon gut. Da steht auch unser Getränk. War doch unser Getränk, ne? Was auf dem Fußball nämlich lag. Was? Ja, das neue Bild. The Line. Müssen wir mal gucken, wo das... Eine Karriere haben wir nicht. Oh, wir haben auch den Eierpflanzenfrosch mit... Oh. So. Aha. Das ist auch so ein Nerd. Von daher wird es ja schon wieder fast passen. Wir hängen mal unser Bild auf. Geht nicht. Doch, muss er machen, oder? Komm, hör mal auf zu spielen, du hast Besuch. Das Bild ist weg. Ich habe keine Ahnung, wohin. Sula. Hm. Larkin, Moosh. Wizard Borb. Tip Tip. Delso. Tribs. Iba. Pongi de Fuinutch. Kann ich vielleicht zum Abendessen noch mal einladen? Frooch. Benassa. Arvini. Fina Quift. Moishi Fiba Fweb. Das ist mal ein bisschen ausspionieren. Du sollst nicht dauernd Computer spielen. Wieso geht denn die jetzt? Nee, komm zurück. Hey. Ah. Nicht mehr ansprechbar. Schade. Du bist so ein Depp. Und wo ist jetzt das Bild, verdammt? Und wo rennt er jetzt hin? Okay. Ja, das ist natürlich super, dass der Frosch genau dahin kommt. Wo könnte man den mal hinstellen? Was habe ich jetzt gemacht? Hey, du! Lauf! Die Anne. Hey, magst du mal einen Frosch mal sehen? Naba Kuzip? Haha, Quink! Wie, was ist denn Straba? Bode Quarm? Grana Ura? Naba Flarzo? Zompis Shishubi? Ciao, Baba! Queba Parsica? Oberoi! Bolito! Ho ho!
Hey, Bruce. Jongi Plagi. Chech Pimba. Glaby Punka. Dishbo. Hambira. Shemu. Oh. Krobus Segor. Krobus? Oh, Sababa. Ich würde gerne mal den Frosch aufstellen und. Und dazu brauchen wir nochmal irgendwie eine Anrichter oder so. Hm. Hier kommt vor. Oberflächen. Theken, Schränke, Schmucktische, sowas irgendwie, oder? Ich glaube, der Frosch wird sich hier gut machen, wenn wir den hier draufstellen. Ich finde den Schrank auch ganz nett. Und mal wieder raus. Und ich würde. Kann ich nur sagen, in Welt platzieren? Ich würde den gerne hier draufstellen. Habani. Slufa Warmba. Wie sieht's denn überhaupt mal? Wasabas Denka. Funichi Parsifei Frobin. Galarga Finosa. Batanabe. Tanini. Wasabis Yavoya Klim. Slefinaj Lamina. Ich geh mal weg. Snoo. Snibara Watanini. Finoi Cho. Karenzi. Ah, Bepson Nikoi. Fimps. Larkim. Fuma. Puma. Was will denn der jetzt? Ich bin doch hier gerade. Shishitab. Fill a back. Was krieg ich denn jetzt los? Warte mal. Ciao, Toki Boba. Sika. Bill. Nobi Yebu. Haut es ab. Plus Wanu. Steve. Yadras Vupa. Friends de Bay. Nein, mein Kompliment, aber es geht wieder in die Hose. Man sollte doch mehr quatschen, stimmt's? Nar, Vadish. Nee, kam noch gut an. Finapsa. So, magst du mit mir am Essen? Ich kann was Tolles zaubern. Warte mal, ich müsste mal das Rührei hier wegpacken. Und dann Abendessen. Fischtacos. Ah, ich habe ja noch den Fisch vielleicht. Kommst du mit rein, oder? Ew. Kommt ihr jetzt mit? Ah, so, so. Ah, ist Doba. Hm. Es hat den Fisch aus dem Inventar genommen. Das ist ja cool. Und dann werden die quasi dann verarbeitet, wenn man. Das war jetzt mein Fisch? Nee, Salat. Stevie. Okay. Ja, so, ich könnte mir vorstellen, dass wir versuchen, mit Bildern oder vielleicht auch anderen Sachen Geld zu verdienen, ohne dass wir jetzt direkt raus müssen oder direkt einen Job oder für jemanden angestellt sind. Da bin ich mal gespannt, ob das funktioniert oder ob wir da hoffnungslos pleite gehen. Das war's schon? Okay. Bean Koya. Ui, er muss mal aufs Klo gleich. Una Narka Naps. Banarla Deroy. A blish, Awavine, Floopy, Runa, Kush. Tag, war schön. Schauen wir uns, was das bedeutet. Hey. Was, wenn der nur mit ihr quatscht, oder?
Gib Una. So ein bisschen dunkel, nimmst du vielleicht nochmal eine Lampe. Garrill. Dann würde ich jetzt Frosch noch aufstellen. Uxenau. Yanawa. Chuk. Wibni Ufa. Yabo. Sharuste Halkei. Ah, Utuni Grauhispa. Woga. Griffin New Play. Tribna. Ganira Cebu. So, hey, Wimbo. Da gehst du mal wieder aufs Klo. Später würde ich auch gerne mal was im Garten machen. Müssen wir mal gucken, ob wir vielleicht hier nochmal irgendwas anpflanzen können oder so. So. Polino. So, mal. Sehr ordentlich. Jetzt ruft er erst zum Essen. Dag Dag, Jomies. Nehmen, genau. Aber du isst jetzt nicht. Naja, gut. Hättest du auch dein Buch weglegen können, hätten zusammen gegessen. Pass auf, dann hör du doch mal auf zu essen, ich geh mal aufs Klo. Dag! Was wollt ihr mit dem Essen? Wollt ihr das wegschmeißen oder was hat die vor? Hat ihr Tschüss gesagt? Naja, so lernen wir langsam ein paar Leute kennen. Ich habe netterweise das Buch da gelassen. Ich hoffe, die holt es auch wieder ab, weil ich kann da jetzt gar nichts mehr machen. Und jetzt stell doch bitte mal den Frosch auf, der Arme. Bin ich mal gespannt, wo er den hinstellt. Es wäre ja Platz auf dem... Ja. Guck dir mal den Eierfrosch an. Die Fliege geschnappt. Okay. Gut, wie sieht's denn aus? Bedürfnisse, ist das alles noch in Ordnung? So, mein Freund, wir müssen Geld verdienen. Das heißt, machen wir nochmal ein Bild. Ich kaufe dir vielleicht auch noch eine Lampe in der Zeit, weil hier ist es echt ganz schön dunkel. So langsam komme ich ja hier klar. Beleuchtung. Eine schöne Stehlampe. Ah, schön. Was bin ich? Ja, die bringen alle jetzt nichts, ne? Vom. Ne. Wird denn so ein Ding aussehen? Okay. Was macht die für nicht? Also fand ich die hier gar nicht schlecht. So ein bisschen indirektes Licht. Kann ich hier auch malen. Ja, hat doch was. Unser letztes Geld hier. Level 2, also das sieht doch schon gut aus. Da kriegen wir doch was für. Also 75 haben wir investiert. Ich bin jetzt mal gespannt, was wir dann dafür rauskriegen. Können wir ein bisschen vorspulen? Veruda, hey Finn? Nein, muss auch gleich ins Bett. Kresny. Ah. Whoa.
Nee, verwerfen wollen wir es nicht. Klunkas? Ha. Veruda. Hey, Finn? Aha. Ach, schau mal, das können wir noch verkaufen. Emotionale Aura aktivieren. Trofa. Billendi. Den Rahmen finde ich eh doof. So, schon viel besser. Der Frosch steht dir irgendwie doof. Oh, gar nicht schlecht, ne? Ja, hilft nichts, wir brauchen Geld. Name. Fred. Strand. So. 85. Na, immerhin 10 plus gemacht. Das behalten wir noch und ich würde sagen, wir schicken ihn erstmal hier aufräumen. Dann Zähne putzen und schlafen gehen. Und dann mal gucken, wie wir hier noch so einen kennenlernen. Können wir überhaupt noch überall hinfahren? Müsst du mal wieder angeln, dass wir noch was zu essen haben? Das ist dann auch kostengünstiger. Also vom Konzept heißt es ja überleben und ja, wenn wir natürlich dauernd in den Kühlschrank gehen, ne? Kostet alles Geld. So, wie kann ich eigentlich in diese Nachbargrundstücke? Baumenü. Ist ja nicht auch was für einen Garten dann? Ich bräuchte nochmal einen Fernseher. Alarm ist überbewertet, oder? Aha. Raketenschiff Apollo. Dieses Weltraumfahrzeug wurde mit einer aus Weltraum gewinnenden Materialien geschmiedeten kaputten Fahrzeuglangen mal schnell hergestellt. Es spricht die luxuriöseste Fahrt zu interplanetaren Abenteuern. Schalte dies bei Level 10 des Berufszeugs frei. Achso, okay. Ja, 1,5, um Alien zu beobachten, ist auch ein bisschen viel. Okay. Ja, Gitarre lernen oder so wäre auch nicht schlecht, ne? Könnte man nebenbei nochmal irgendwo ein bisschen Geld verdienen. Garten. Was ist denn unser Garten überhaupt? Die Fläche ist dann hier noch an der Seite. Gartenpflanzkübel. Okay, das sind Bäume, das sind dann Sträucher, Gräser, Blumen, Steine. Was kosten ja 200. Angriffslustiger Kaktus. Kann ziemlich groß werden und gefährlich. Krankheitserreger aus der Das ist eine brillante und reizende Methode, um Einbrecher fernzuhalten.
hat was, ne? Da könnte man ja mal neben der Tür stehen. Ich hoffe, der greift mich nicht an. Wertgegenstände drin verstecken. Komm, wir testen mal das Ding hier. Der passt jetzt nicht rein. Toll. Schade. Teuer. Ach, wie doof. Ach, die ist viel zu groß. Mann, ich wollte irgendwas Kleines hier rein haben. Zu teuer. Ach Mist. Ich glaube, wir verkaufen das Ding wieder. Ah ne, können wir was Samen kaufen. Ach so. Blumen für Einsteiger, Gemüse für Einsteiger finde ich gut. Oder Kräuter. Wow. Gemüse ist, glaube ich, schlecht in der Wohnung. So. Vielen Dank für deine Bestellung. Du findest von Freigekauften in seinem Inventar. Achso, okay. Ist Friedhelm schon aufgestanden? Nee, der pennt immer noch. Oh, guten Morgen. So, mein Freund. Petersilie und Basilikum. Wie jetzt? Irgendwie? Ich soll das... Achso. Dann hier rein. Passen die da auch noch mit rein? Nein. So, dann pflanzt das bitte mal. Irgendwie sieht das doof da aus, aber okay. Die anderen pflanzen jetzt noch nicht ein. Kümmern uns mal hier drum. Wässern. So. Dann gehen wir mal aufs Klo. Dann müssen wir uns mal wieder joggen gehen. Aber wir sind völlig mit der Zeit drüber. Irgendwie vergeht die hier echt wie im Fluge. Hier nochmal aufräumen. Und auch weg. Ach, die hauen gerade ab. Okay, YouTube. Und wie es weitergeht, dann beim nächsten Mal. Diesmal war es etwas länger und seid gespannt. Vielleicht habt ihr ja Vorschläge oder ein paar Tipps für mich, wenn ihr Sims-Profis seid, wie wir das schaffen, ohne den Job zu überleben. Ja, einigermaßen. Oder vielleicht sogar ein bisschen besser. Ich weiß nicht, was man noch verdienen kann, wenn man nachher richtig gut malen kann. Dann bin ich mal gespannt. So, danach musst du noch joggen, ne? Danach gibt's jetzt Essen. YouTube! Macht's gut!